Oje, oje. Schon wieder keiner da. Na, macht nix. Jetzt weiß ich ja schon, dass ich den Vorhang auch ganz allein aufmachen kann. Hau, ruck, hau, ruck. Und hier muss ich den schön rüberhängen und dann die andere Seite. Hau, ruck, hau, ruck. Kasperl wäre stolz auf mich, aber Kater Kasperl ist ja nicht da. So, Kinder, jetzt komme ich dann gleich wieder, weil ich ja wieder Tri-Tra-Tralala sagen darf. Bin gleich wieder da. Nicht davon gehen. Seid ihr noch da? Tri-Tra-Tralala, Tri-Tra-Tralala. Der Bizi ist heute wieder da und der Kasperl ist schon wieder nicht da. Bäh. Blim, blam, blum ist das, wenn der Kasperl nicht da ist. Kinder, ihr wisst schon, blim, blam, blum, das ist sowas wie blöd, aber blöd darf man ja nicht sagen. Blim, blam, blum ist das, dass der Kasperl nicht da ist. Was würde der Kasperl jetzt sagen? Ach, ich weiß schon, der Kasperl wird jetzt fragen, Kinder, seid ihr alle da? Und wir haben ausgemacht, wir sagen alle gemeinsam, ja, ich sag, ja. Und ihr zu Hause sagt's alle, ja. Und dann wissen wir, dass wir alle gemeinsam ja sagen. Und dann ist es fast so lustig wie im echten Kasperltheater. Aber leider nur fast. Gut, also frage ich euch jetzt. Kinder, seid ihr alle da? Ja. Aber eigentlich keiner da. Und alles wegen diesem Blim-Blam-Blum-Virus. Blim-Blam-Blum. Der Kasperl, der wäre wirklich stolz auf mich, weil ich so ein geheimes Geheimwort erfunden habe. Blim, blam, blum. Aber zum Glück darf ich telefonieren mit dem Kasperl. Das letzte Mal hat der Kasperl mir schon erzählt, was ein Virus ist. Habe ich mir gemerkt, weiß ich, dass das so winzi, fuji, kleine Mini-Dinger sind, die man gar nicht sehen kann. Und gestern und heute habe ich auch telefoniert mit dem Kasperl. Und ich habe zum Kasperl gesagt, du Kasperl. Und der Kasperl hat gesagt, ja, was denn, Bezilein? Und ich habe gesagt, du Kasperl, ich weiß jetzt, was ein Virus ist. Aber wie geht denn das, dass das Virus uns krank machen kann? Wie geht denn das, Kasperl? Und der Kasperl hat gesagt, das ist eine gescheite Frage. Bist eben ein gescheites Bezibärli? Und ich habe gesagt, ja, das weiß ich eh, aber wie geht denn das jetzt, dass man da krank wird? Und der Kasperl, der hat mir das erklärt. Und jetzt weiß ich es auch. Der Kasperl ist nämlich der klügste Kasperl auf der ganzen Welt, den kann ich alles fragen. Und ich bin jetzt das klügste Bezibärli auf der ganzen Welt. Und Kinder, soll ich euch erzählen, was der Kasperl mir gesagt hat? Ich sag's euch, ja, ich sag es euch. Der Kasperl, der hat zu mir gesagt, wenn dieses Coronavirus, wenn die in meine Augen oder in meine Nase oder in meinen Mund hineinkommen, dann kommen sie dann auch in meinen Hals und in meine Luftröhre, das ist da beim Hals, und in meine Lunge, das ist da, wo ich schnaufe. Und dann werden das da drinnen immer mehr und immer mehr und dann heißt das Infektion und dann kann es sein, dass man krank wird. Hat der Kasperl mir erklärt und ich weiß es jetzt auch. Und dann habe ich gesagt, oh du Kasperl. Und der Kasperl hat gesagt, ja was denn Bezilein? Und ich habe gesagt, du Kasperl, wie geht denn das Coronavirus? Dass das in meinen Mund und in mich hineinkommt. Wie passiert denn das? Und dann hat der Kasperl gesagt, das ist eine gescheite Frage. Bist eben ein gescheites Bezibärli. Und ich habe gesagt, das weiß ich eh, aber wie geht denn das, dass das Virus in mich hineinkommt? Und der Kasperl hat gesagt, wenn du irgendwas angreifst, wo Coronaviren drauf sind, dann sind die Viren auf deinen Händen und wenn du dann in dein Gesicht greifst oder dir die Augen reibst oder dir ein bisschen in der Nase bohrst oder ein bisschen an deinen Fingern herumlutscht, dann
Schwuppdiwupp sind die Viren schon in deinem Mund und in deinem Hals und in deiner Luftröhre und in deiner Lunge und dann kann schon passieren, dass du krank wirst. Und dann hab ich gesagt, du Kasperl, ich glaub, das ist wie beim Honigbrot essen. Da ess ich auch einfach ganz so ein bisserl Honigbrot und bin eigentlich nur im Mund voll mit Honig und dann auf einmal, ohne dass ich weiß, wie das passiert, pickt's überall. Sind meine Pfoten pickig und der Tisch pickt und der Lichtschalter pickt und die Türschnalle und alles pickt. Und jetzt weiß ich auch, warum das Händewaschen so wichtig ist. Und der Kasperl hat gesagt, ja genau, man muss sich ganz oft die Hände waschen. Und noch besser ist, wenn die Coronaviren gar nicht erst auf unsere Hände draufkommen. Und deswegen muss man zu Hause bleiben. Und wenn das nicht geht, dann muss man Abstand halten. Das ist nicht nur beim Autofahren wichtig, hat der Kasperl gesagt. Und das ist der klügste Kasperl auf der ganzen Welt. Kinder, da fällt mir ein, ich kenne noch ein Händewaschliederl. Soll ich euch das vorsingen? Ja! Gut, dann singe ich wieder ganz ohne Kasperl. Hände waschen, muss ein jedes Kind. Wasch, wasch. Hände waschen, dass sie sauber sind. Wasch, wasch. Und sind die Hände sauber, ja. Doch leider ist kein Handtuch da. Dann schütteln wir die Hände. Dann schütteln wir die Hände, bis dass sie trocken sind. So geht das Händewaschliedl. Und jetzt kommt die zweite Strophe. Und sie fängt dann an mit Füße waschen muss ein jedes Kind. Aber Händewaschen ist viel wichtiger. Deswegen könnten wir jetzt das nochmal singen. Machen wir aber jetzt nicht. Weil, Kinder, stellt euch vor, weil ich ja so viel und oft heute schon die Hände gewaschen habe, habe ich meine Bärenmama am Abend gefragt, dass ja eigentlich die Hände im Moment das Allerwichtigste sind und dass ich ganz leicht darauf verzichten kann, dass wir die Füße und die Ohren waschen. War sie aber nicht einverstanden. Könnt ihr ja mit eurer Mama mal probieren, ob das leichter geht. Übrigens weiß ich noch, ein lustiges Spiel, mein Lieblingsspiel, das kann man nämlich ganz alleine singen und spielen, aber auch singen und spielen, wenn ganz viele mitmachen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle mitmacht. Macht ihr alle mit? Ja! Gut, und das geht so. Hände ganz gerade wegstrecken, dann geht's am besten. Das ist gerade und das ist schief. Das ist hoch und das ist tief. Das ist dunkel, das ist hell, das ist langsam und das ist schnell. Ja, so geht das. Hurra! War das schön, Kinder? Ja! War das sehr schön, Kinder? Ja! Schon schön, aber alleine ist's halt nicht ganz so schön. Und wenn der Kasperl jetzt da wär, dann würde der fragen, du Bezilein, warum schaust du denn so traurig? Warum lässt du denn den Kopf so hängen? Und dann würde ich sagen, ja Kasperl, das ist weil ich heute Geburtstag hab. Und dann würde der Kasperl sagen, aber das ist doch ein Grund zum Freuen. Und ich würde sagen, ja schon, normal schon, aber heute nicht, weil ich bin ganz alleine und kann gar keine Geburtstagsparty machen. Was mache ich denn da? Muss ich nachdenken. Wenn der Kasperl nachdenkt, dann machen immer alle einen Denkklatscher. Macht ihr jetzt auch einen Denkklatscher? Man muss man zweimal in die Hände klatschen, klatsch, klatsch, und zweimal auf die Oberschenkel patschen, patsch, patsch. Und dann denke ich nach, muss ich für mich selber klatschen. Gut, klatsch, klatsch, patsch, patsch, klatsch, klatsch, patsch, patsch, klatsch, klatsch. Ha, ich hab's.
Jetzt müsst ihr fragen, sag schon, Betsy. Und ich sag schon, Kinder, hört zu. Ich sag schon, hört zu. Also mir ist eingefallen, wenn niemand da ist, der für mich mein Geburtstagsliederl singt, dann sing ich das Liederl eben für mich, ganz alleine. Und für alle anderen Kinder, die heute oder morgen oder übermorgen Geburtstag haben, oder die überhaupt irgendwann einmal Geburtstag haben. Und ich hoffe, dass ihr alle mit mir mitsingt. Auf drei. 1, 2, 3. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück. War das schön? Ja! Da fällt mir ein, ich kenne sogar ein Geburtstagsspiel. Da braucht man aber eigentlich irgendjemanden, wo man sich auf den Schoß drauf soll setzen kann und so hinkuscheln. Und ich erzähle euch einfach, wie das geht. Und vielleicht machen ja eure Mama oder eure Papa das Geburtstagsspiel dann mit euch. Also, da setze ich mich dann so hin auf den Schoß und kuschle mich an den Bauch und die Brust von meiner Mama oder von meinem Bärenpapa. Und die legen dann die Hände auf meinen Rücken und das ist schon ganz fein. Und dann sagen sie, die Schnecke hat Geburtstag. Und die Schnecke sitzt oben auf meinem Hals und das kitzelt und das ist schon lustig. Aber dann reden sie weiter und dann sagen sie, als erstes kommt der Elefant. Und der Elefant trampelt von ganz unten, da wo mein Schwanzerl ist, über den ganzen Rücken hinauf. Trampel kommt. Der Elefant und möchte der Schnecke zum Geburtstag gratulieren. Aber wie er oben ist, da fällt ihm ein, oh je, ich habe ja das Geschenk vergessen. Und dann trampelt der Elefant wieder nach unten. Trampel, 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 trampel. Und dann schnappt sich der Elefant irgendwo ein Geschenk und das kitzelt mich dann meistens. Und dann trampelt der Elefant über meinen Rücken wieder hinauf. Trampel, 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 trampel. Und dann klopft er an und dann macht die Schnecke die Tür auf und sagt, oh, hallo Elefant, was machst denn du da? Und der Elefant sagt, ich gratuliere zu dir zum Geburtstag. Und dann freut sich die Schnecke. Und dann kommt als nächstes vielleicht eine Ameise und trappelt ganz leise über meinen Rücken hinauf. Und dann kommt ein Käfer oder eine Schlange oder eine Katze. Und das ist ganz lustig. Geschenke. Heute ist keiner da, der mir Geschenke bringen kann. Oje, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich weiß schon, Kinder. Ich mache mir einfach selber Geschenke. Ha, ich habe einen meisterhaften Meisterplan. Soll ich euch den verraten? Ja! Gut, dann verrate ich euch meinen meisterhaften Meisterplan. Hört zu. Ich gehe jetzt zu meiner Bärenmama und lass mir 3 Geschirrtücher geben. Dann gehe ich in mein Bärenkinderzimmer und such mir meine 3 allerliebsten Lieblingsspielzeuge aus und die verpacke ich dann jedes in ein Geschirrtuch. Dann habe ich 3 Geschirrtuchpackerl und dann vergesse ich schnell wieder, was ich eingepackt habe und dann packen wir es gemeinsam aus. Und dann bin ich ganz überrascht und freue mich, dass ich lauter Lieblingsspielzeuge zum Geburtstag gekriegt habe. Übrigens kann man das auch spielen, wenn man nicht Geburtstag hat. Ich gehe jetzt, Kinder, und richte die Backerl her und vergesse dann schnell wieder, was drinnen ist und dann komme ich wieder. Nicht weggehen, ich bin gleich wieder da. Das wird lustig. So, Kinder, seid ihr noch alle da? Ja, müsst schreien. Probieren wir nochmal. Kinder, seid ihr noch alle da? Ja, gut, dann hole ich jetzt die Überraschungsbackerl. Seid schon ganz gespannt. Oh, da, so schwer sind die. Habe ich Backerl gebackt, weil ich ja heute Geburtstag habe. Und die mache ich jetzt auf. Kinder, wollt ihr mit mir die Backerl aufmachen? Dann können wir nämlich schauen, was da drinnen ist. Ich mache da das Backerl auf. Ups, oje. Jetzt ist runtergeburzelt. Bin gleich wieder da. Ich hol das. Ui, so eine Überraschung. Schaut mal, was in meinem Backerl drinnen war. Ein Buch, ein Igelbuch.
Na, sowas Igelbücher mag ich am liebsten. Das gefällt mir gut. Das lege ich jetzt gleich hierher. Und ich glaube, ich gebe es lieber weg. Sonst purzelt es nochmal runter. Das will ich nicht. So, dieses Geschirrtuchpackerl kann ich auch schon. Plumps, unten ist. Hallo, Papa, Geschirrtuch. Ich, na, so eine Überraschung. Da ist ja noch ein Packerl da. Das mache ich jetzt auch wieder auf. Und, ui, Kinder, schaut's mal, was ich da gefunden habe. Eine Schere. Scheren kann man zum Basteln sehr gut gebrauchen, wenn einem langweilig ist. Scheren mag ich am liebsten. Hurra! Na, so eine Überraschung, so eine schöne Geburtstagsschere. Die schaut ja aus wie meine Lieblingsschere. Ist super. Die räume ich jetzt wieder weg. Und dann gebe ich mein Backerl. Papa! So, jetzt, ui, schon wieder ein Überraschungsbackerl. Na jö, Kinder, schaut's mal, ein drittes Backerl. Das ist ja super. Das mache ich jetzt wieder da auf. Oh, ist das aufregend. Kinder, soll ich es ganz aufmachen? Ja, ja, freilich, natürlich. Da schaut schon was raus, da kann ich schon Überraschungsbackerl aufmachen. Oh, oh, ja, das ist super, das ist ja meine eine Lieblingstrommel von mir. Trommeln und Trommeln, 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 Trommeln. Super ist das. Wirklich überraschend. Das gefällt mir. Aber schade, dass keiner da ist, der mit mir gemeinsam mittrommeln kann. Wenn der Kasperl jetzt da wäre, dann würde ich sagen, du Kasperl. Und der Kasperl würde sagen, ja was denn, Bezilein? Und ich würde sagen, du Kasperl, was machen wir denn jetzt? Und der Kasperl, der würde sagen, jetzt ist es Zeit für das Bezibärli-Lied. Und ich würde sagen, das ist super, weil ich jetzt habe ich sogar eine Trommel zum Dazutrommeln. Und dann singe ich jetzt das Bezibärli-Lied und ihr singt alle mit. Spielen mit Bezi, das ist schön. Jetzt ist es aus, jetzt ist es aus. Bis bald, auf Wiedersehen. Spielen mit Bezi, das ist schön. Jetzt ist es aus, jetzt ist es aus. Bis bald, auf Wiedersehen. So ist das. So ein tolles Geburtstagsüberraschungsspiel habe ich heute gemacht. Und dann würde ich den Kasperl fragen, du Kasperl, was machen wir denn jetzt? Und der Kasperl würde sagen, jetzt ist es Zeit für dein Sprücherl. Und ich würde sagen, ja, hurra, Sprücherl mag ich am liebsten. Und jetzt sagen wir das Sprücherl alle gemeinsam. Wollt ihr das? Ja! Gut, auf drei. Eins, zwei, drei. Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spiel ist aus für heute. Jede Geschichte hat mal ein Ende. Und wenn es euch gefallen hat, dann klatscht in die Hände. Auf Wiedersehen, Baba, Bussi, Bissi, Luftikus, Babaci. So, jetzt räume ich meine Überraschungstrommel weg. Müssen wir alles immer ordentlich aufräumen. Und das Backerl, so, Babaci. Und jetzt mache ich den Vorhang wieder zu. Au, guck, den Vorhang da auch wieder. Baba, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr was zeichnen wollt, Kinder, dann könnt ihr das an die Kulturplattform ein Foto schicken und dann schauen wir uns das immer gemeinsam an. Baba!